So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück bei Division, der Kalle für euch am Mikrofon. Ich bin heute mit dem Flo unterwegs. Ich habe mir ein bisschen seelischen, moralischen Beistand dazu geholt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein. Die letzte Mission hat ja bei mir nicht so wirklich funktioniert. Deswegen machen wir das Ganze jetzt zu zweit. So, Einsatz. Ne, abwählen nicht. Wählen. Okay. Flo, du läufst mir hinterher? Ich laufe dir hinterher, jawohl. Sehr schön. Jetzt muss ich weiter. Warum führt der mich jetzt hier rein? Was soll das denn? Operationsbasis, Einsatz, Einsatzbelohnung. Was will der jetzt von mir? Ich wollte eigentlich zu dem... Operationsbasis, was macht der? Ach nee, hier ist der Einsatz, oder? Genau, da will ich doch hin. Manchmal muss man auch nur Einsätze abgeben. Ah, okay, dann muss ich jetzt erstmal kurz hier hoch. Ich warte mal draußen vor der Basis, weil in der Basis ist ja jeder allein für sich, deswegen sehe ich dich jetzt nicht mehr. Ja, ich muss jetzt gerade mal kurz hier rein und gucken, was die von mir wollen. Ich wünschte, ich könnte selbst darauf. So. Ja, das passiert im Laufe des Spiels noch öfter, wenn man in, na, wie heißen sie denn, die Safehäuser. Dass man da Nebeneinsätze macht, dann kriegt man für den Nebeneinsatz, wenn man abschließt, XP. Und dann muss man nochmal ins Safe House, kriegt man auch nochmal XP. Also ich denke, das ist unsere OP-Basis manchmal auch. Ah ja, okay, ich habe jetzt hier nochmal was ausgebaut. Aber warum wird mir der Einsatz nicht mehr angezeigt? Muss ich da nochmal zu der Tante hin, oder wie? Schau doch einfach mal, was hast denn du auf der Karte angeklickt? Ja, ich hab eben gerade, bin jetzt drin am Einsatz, also das hat's ein Flüchtlingslager, aber irgendwie kann ich da nicht mehr drauf zugreifen. Das funktioniert irgendwie nicht. Okay, Warte mal. Überlebensratgeber nicht gefunden. Was wollen die von mir? Wenn du die Mission auf der Karte anschaust, gibt's da noch XP dafür bei dir? Ja, die Mission wird mir angezeigt, dass ich sie gar nicht spielen kann. Sie haben diesen Einsatz nicht abgeschlossen, ja, das weiß ich. Ich will ihn ja nochmal machen. Einsatz wiederholen, kannst du das drücken? Also wenn ich aufs Controller-Pad drücke, dann habe ich halt auf Dreieck Einsatz wiederholen halten. Ah, Moment. Ich probiere es mal. Einsatz neu beginnen. Sie müssen Gruppenleiter sein. Ah, okay. Ich hab's fast befürchtet. Das wäre jetzt mal meine nächste Idee gewesen. Warte, dann steige ich mal aus. Weil ich glaube, dann... Wahrscheinlich sind wir jetzt auf meinem Spielstand gerade. Das kann sein. Ja, jetzt warte, ich steig aus und steig dann bei dir ein. So. Okay, hier gibt's Stoff. Auch interessant. Ein neuer Agent tritt ihrem Team bei. Müsste ich gleich da sein. Schauen wir doch mal. Du bist noch in der Basis drin, oder? Ja. Okay, dann test es jetzt nochmal. So, Einsatz. Ja, Einsatz neu beginnen. Ja, ja, wunderbar, okay, ja. Schwierigkeit wählen, normal. Okay, jetzt können wir loslegen. Jetzt funktioniert's. Kann ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt. So, nochmal schön Munition auffüllen und dann los. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Also die Grafik finde ich immer wieder wunderschön, wenn ich da jetzt gerade auf der Straße stehe und das Morgen, na, wird's morgenrot sein, dass sich dann in den Pfützen spiegelt. Ja, es sieht schon, es ist schon cool gemacht. Also deswegen, ich fand es auch echt nervtötend. Ah, da hinten bist du, okay. Fand es auch echt nervtötend, wie dann Leute, das Spiel war keine 2 Stunden raus. Und dann haben die Leute schon wieder angefangen, es schlecht zu reden, nach sämtlichen Kriterien. Ey, da könnte ich so ja, ins Eck brechen. Ich mache mir in der Arbeit ja auch mal den Spaß und lese mir gerne die GameStar-Kommentare durch oder so. Ja. Also, ja gut, keine Ahnung, also...
Wann habe ich zum Spielen angefangen? Das war noch vor den 90ern, über was für Features man sich da in Videospielen gefreut hat. Richtig, genau. Und heute ist das wirklich so fantastisch alles. Also ich kann mich da an jedem Detail immer wieder erfreuen. Ja, richtig. Das geht mir ganz genauso. Wenn ich überlege, so die ersten Games, die man wirklich gezockt hat. Mein erstes Game, das war auf dem Amiga 500, wo ich mich noch dran erinnern kann. Das war Dune, der Wüstenplanet. Ey, und ich war so begeistert von dem Spiel. Ich habe das gezockt ohne Ende. Und ja, deswegen meinte ich aber auch früher diese LucasArts Adventure so beliebt. Das war für mich quasi Open World. Ja, also genau. Auch sowas wie Monkey Island, einfach die Welt, wo man hin und her laufen konnte. Richtig, genau. Das war das Beste, was du überhaupt hast kriegen können irgendwo. Und ich fand das so genial. Auch Dune. Und letztens habe ich wirklich mal wieder über einen Amiga 500 Emulator, mir Dune runtergeladen. Und ich habe gedacht, ich krieg Augenkrebse. Ja, so. Das ist die Mission, die ich mal. Also, ich habe das jetzt nur eine Mission mal im Multiplayer gespielt. Ja. Nee, da geht's, glaube ich, da die Straße runter, die ich gemeint habe. Das ist doch eine andere dann. Ja, das ist das Hudson-Flüchtlingslager. Ich glaube, das war so die zweite Mission, wo ich jetzt gerade bin. Okay. Und das ist wirklich, am Anfang ging es noch alles, aber dann wurde es echt hundeschwer. Und, ja, ihr habt ja im Forum geschrieben, also der Schwierigkeitsgrad wird auch angepasst und ich war der Level 8 und das waren 2 Sechser. Aber da nimmt das Spiel keine Rücksicht drauf, welches Level man hat, sondern man kriegt halt einfach mehr gleich harte Gegner serviert. Und dann war das echt übel. Gut, und auch so ist jede Mission einzeln echt schwer, deswegen mache ich auch gerne erstmal ein paar Nebenmissionen, hat ja alles seinen Sinn mit dem Basisausbau. Genau. Und dann braucht man doch auch immer Strategie. Also mit reinlaufen und alles abballern ist nicht. Na gut, es ist halt auch kein üblicher, normaler Shooter, ne? Es ist halt schon die Elemente gemischt. Ja, ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil ich habe gerade Uncharted auf sehr schwierig gespielt. Und da heißt es ja auch 2 Schuss tot und das ist ja im Grunde von der Spielmechanik recht gleich. Da war ich dann doch ganz gut drin. Jetzt sind wir beim Safehouse, ne? Sag mal, was zeigt der mir denn an? Safehouse? Verstanden, gut zu hören. Habt ihr die Zahlen für Fahrzeuge? Wir sind auch total falsch gelaufen. Ihr habt ihr jetzt blind vertraut. Ja, ich hab mich verquatscht mit dir. Warte mal, so, jetzt. Da heißt Bericht über eine riesige Explosion in Hatsuya gewesen sein. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Kina. Bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards als wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen sollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt. Voll cool, ey, man hört das alles über dein Headset noch dazu. Achso, das, was aus dem Controller rauskommt, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo leiser stellen kann, das ist mir schon manchmal zu laut. Also. Ich hab's, ja, du kannst es ausstellen und leise stellen, also ich hab's ausgemacht bei mir. Ja, an mag ich schon, das ist so schon ganz. Stört's, oder? Dann. Nee, mich stört's nicht. Und ich glaube, die Leute, die zuschauen, die soll's eigentlich auch nicht stören. So. Jetzt laufen wir richtig. Ja, ich finde auch die ganzen Geschichten auf der Straße so toll, wenn sich immer Leute blöd anreden oder irgendein Kerl die Frau bequatscht, dann kommst immer du und er dann, oh ja, kein Problem, ich geh schon. Ja, ist geil gemacht. Aber man muss auch wirklich sagen, bis auf das am Release, wo da wirklich dann die Server gleich abgekackt haben, seitdem war auch wirklich nichts mehr, ne? Seitdem läuft das Spiel auch stabil. Gut, ich habe überhaupt davon nichts mitgekriegt, also am Release-Tag lief's. Da habe ich 2 Stunden gespielt, gut, und dann haben wir geschrieben oder dann war es auch im Internet. Ja. Ab 24 Uhr sind wohl die ganzen PC-Spieler mit dazukommen und dann gab es halt mal einen kurzen Einbruch. Genau, das war aber anscheinend wirklich nur am PC. Ja gut, da sind ja wohl vielleicht auch die Rainbow Six Surfer mit in die Knie gegangen. Ja. Nee, aber dann einwandfrei, gut, und mein Gott. Es kommt halt mal vor. So, jetzt hier sind wir richtig, genau. Ole, ole. Ja, und das ist die Mission, da wo wir zu dritt immer gescheitert sind. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten so schützen, denen sie begegnen. Ich glaube, die Mission ist für Level 5 auch etwas schwer, wenn ich. Also, ja, ich glaube es auch. Die anderen beiden waren Level 6 und ich war da 8. Ah ja, gut, das sind die besten Voraussetzungen. Wunderbar.
Okay, also ich habe einen Geschützturm dabei. Da vorne sind die Ersten. Gott, lass mich mal das Echo noch aktivieren. Also da kommen jetzt viele Wellen an, das weiß ich. Da vorne ist die Erste. Ja, holz mal einfach mal drauf und schauen, was kommt. So sieht's wenn, aus. Wenn du beschädigt wirst, ruhig die Treppe hochrennen. Also man kann da weit zurückrennen. Ah, okay, alles klar. Gut, dann holz ich dem ersten Mal auf seinen... So, die hätten wir doch schon mal. Ah, da hinten ist noch einer. Ah, die wirft eine Granate auf mich. So, den. Also ich spiele inzwischen als Zweitwaffe immer mit dem Scharfschützengewehr. Ja. Ui, da hat sich einer rangeschlichen. Boah, ja, ich... Ah, da hinten kommt die zweite Welle, okay. Okay, das müssten sie jetzt aber gewesen sein, glaube ich. Ja, da ist noch einer versteckt. Ah, stimmt. Hinten kommt schon wieder die nächsten. Ja. Probier's mal von oben. Ja, Scharfschützengewehr, die kann man echt sehr schön abräumen. Boah, der Arsch, ey. Kam da einer zu dir hoch, oder? Ja, so ein Wichser. Seht ihr da oben noch? Ah ja, da ist er. Ah. Hebt dich mal auf. Sehr schön. Ja, man ist so konzentriert oft nach vorne und auf einmal steht wieder so einer neben einem. Ja, weil du als einfach nicht mit rechnest, dass die Typen auch klettern können, ne? Super, okay. Ah, schon wieder. Ah, das sind jetzt... Gut, ich merke jetzt, die haben jetzt auch nur alle Level 7, also da sind meine Waffen jetzt schon... ...mächtig. Ah, pass mal auf, ich guck mal, ob ich die jetzt... Oh... Alter! So. Haben wir sie jetzt? Ach, da ist immer noch einer Fisch. Ja, ich sehe. Aua, aua, ich suche auch die ganze Zeit. Oh, hab ich das überlebt? Jetzt habe ich den Moment. Komm raus, du. Wunderbar. Okay. Wenn Sie die Überreste eines ausspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Bahnhofstätte. Ich finde es auch wunderschön, also... Weitwaffe, die man am Rücken sieht, auch jedes Detail, das man da verändert, sieht man halt auch. Ja, ja, das finde ich auch geil gemacht. Und auch die Pistole, die an der Seite steckt. Also. Es ist schon cool gemacht, also absolut. So, da kommen doch jetzt irgendwo wieder so tolle Bomben, ne? Viel Glück, Agent. Ja, da Achtung, pass auf, nicht rein. Ah, ja. Moment. Oh, shit, sorry. Gut. Ja, perfekt. Kann man hier durchlaufen? Ich bin das letzte Mal rechts die Tür rein. Okay.
keine. Bin hier das letzte Mal durchgelaufen, also so. Ja. Hier geht's zum Ziel. Gut. Ah, Moment, hier ist nochmal so ein Teil. Boah, ich seh's. Achtung. Boah, fast reingelatscht, ey. Okay. Okay, da vorne geht's dann weiter. Ah ja, genau. Ach, da nehmen sie auch wieder ein. Achtung. Achtung, links, 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 links. Also halten Sie die Hände am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Ende. So, und da vorne sind glaube ich wieder die ersten Typen. Uja. Wow. Shit. Warnung. Ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Vielen Dank. So. Nicht gesehen, das Ding. Es ging mir beim ersten Mal auch so, wo ich da hier lang gelaufen bin. Und ich habe erst gar nicht gewusst, was es ist. Okay, da vorne sind drei. Okay, die stehen gerade schön bei einem Fass. Dann halten wir mal drauf, oder? Ja. Sehr gut. Den haben wir auch. Jawohl. Das ist auch geil gemacht, wenn die so in die Luft fliegen. Ja. Pass auf, zu deiner Rechten da hinten sind nochmal von den Bomben irgendwo. Okay, da müssen wir, glaube ich, nicht hin. Ja, schönes. Ein schickes Sakko. Oh, ein Sakko hatte ich noch gar nicht. Was gibt's denn für mich hier? Oh, erweitertes Magazin, das ist gut. Da habe ich mir zum Beispiel welche in der Dark Zone gekauft und die sind richtig, richtig gut gewesen. Okay. Ah, das sind die nächsten. Ah ja. Komm raus da. Gut. Also bis hierhin ging ja das letzte Mal alles noch, aber dann hat's angefangen, weiter vorne, wo man dann da. Genau, da kommt jetzt dann irgendwo. Ja, verdammt. Auf, da müssen noch irgendwo welche sein. Ah, okay, genau, jetzt da. Da kann man hochgehen, zum Beispiel hier auf dieses Gerüst. Ah, okay. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Ah ja, macht Sinn. Dann können wir da, glaube ich, einfach mal reinfeuern, oder? Ja. Oh, die kommen schon, die haben uns gesehen. Oh shit. Okay. Ne, die sind irgendwie feuern die auf die andere Seite. Ja, das sind glaube ich Leute von uns. Ah, okay. Wo ist denn der eine jetzt? Da ist er. Gut. Okay. Das war jetzt nicht viel Verkehr. Nee, das waren nur die zwei. So. Und nu? Ah ja, genau. So, da hinten kommen jetzt nämlich gleich die ersten da, die Mechaniker, die dann jedes Mal noch Schütze irgendwie. Warte mal schnell, hier sind ein paar Rucksäcke. Zwei Rucksäcke, ja. Du musst doch immer ein bisschen auf deine Munition achten. Ja, 400 Schuss habe ich noch.
berühren, pusten die uns einfach weg. Wenn wir uns nicht rühren. So, warte mal, ich muss gerade mal meine Fähigkeiten. Warum habe ich denn kein Talent zugewiesen? Was glaubst du, haben die? Doch, habe ich doch. Ehrlich gesagt. Okay. Ah, und hier kann man auswählen, sehr schön. Ja. Oh, jetzt da. Ja, da kommen jetzt links die. Boah, cool, ey, so ein Geschütze. Das will ich auch. Alter, da laufen voll die Zivilisten rum, ey. Das Geschütz, das macht eigentlich null Schaden, aber es lenkt die Gegner ab. Also die gehen dann zuerst alle aufs Geschütz und dann hat man halt ein bisschen Zeit, okay, aufzuräumen. Cool. So, da ist noch einer. Sehr schön. Oh, da kommt einer, Vorsicht. Puh, wow. Alter, geh weg, geh weg. Ja, diese Flammenwerfer, Menschen, ja, die haben schon in sich, also wenn die einmal an dir dran sind, dann, ja, passt das im Grunde schon. Echt übel, die Jungs. Kommt eine zweite Welle noch? Stimmt. Ja, langsam aber sicher hat man sich auch so an die Schüsse gewöhnt und gibt nur noch so Feuerstöße ab. Ja, gut, die Gewehre, die verziehen ja übel, also. Ja, ja, ja. Wenn du so Feuerstöße abgibst, dann ist es ganz okay. So, das müsste es gewesen sein, ne? Schaut so aus erstmal, ja. Genau, jetzt kommt nämlich der Part, wo ich voll versagt habe. Okay. Hier ging's auch noch, genau, da kommen jetzt ja die Typen dann. Ah, okay, da stehen schon ein paar. Dann gehen wir da mal in Deckung. Wenn ich es schaffe, eine Granate darunter zu werfen, das wäre natürlich ganz fantastisch. Da habe ich auch Zeit lang gebraucht, bis ich das mal richtig in den Fingern gehabt habe mit den Granaten. Ja, 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 ich auch. Die Typen kommen nämlich auch hoch, muss man auch voll aufpassen. Also der eine da links klettert schon hoch, der. Den übernehme ich. Gut. So, und jetzt kommen sie normalerweise da oben noch runter.